Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute geht es wieder mal um den Battle Mode. Wie ihr alle wisst, ist es in 9 Tagen endlich soweit. Der Battle Mode wird released am 21. Juni, um genau zu sein. Und bevor alle von euch in den Battle Mode reingehen, wollte ich dann nochmal ein kleines Tipps und Tricks Video machen. Also allgemeine Tipps, die jeder von euch beachten muss oder wissen sollte, um einen guten Platz zu belegen. Nicht unbedingt zu gewinnen, aber diese Tipps helfen dir auf jeden Fall, diesen Battle Mode zu gewinnen. Natürlich zählt auch ein bisschen Skill dazu, ein bisschen Glück dazu. Aber heute sind auf jeden Fall allgemeine Tipps dabei, die dir helfen, den Battle Mode zu gewinnen oder beziehungsweise wie gesagt einen guten Platz einzulegen. Und heute sind das eher allgemeine Tipps, keine genaueren PvP-Tipps. PvP-Tipps werde ich dann nochmal in einem extra Video machen. Wenn ihr das überhaupt sehen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und falls euch das Video hier gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Der erste Tipp ist eher eine kleine Voraussetzung, die wirklich jeder Minecraft-Spieler wissen sollte beziehungsweise erfüllen sollte. Und zwar das Waffen-Ranking beziehungsweise das Rüstungs-Ranking. Jeder Spieler sollte wissen, welche Waffe ist die stärkste, welche Waffe ist die schwächste und genauso das gleiche bei den Rüstungen. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, dass das Goldschwert das schlechteste Schwert ist, was man sich überhaupt greifen kann. Viele denken sich jetzt auch, was? Goldschwert ist schlechter als Holzschwert. So ist es. Der Angriffsschaden ist zwar gleich. Beide Schwerter haben 4 Angriffsschaden, aber die Abnutzbarkeit ist beim Goldschwert wesentlich schneller als beim Holzschwert. Also sich immer statt des Goldschwertes für das Holzschwert entscheiden. Nach dem Holzschwert kommt logischerweise das Steinschwert mit 4 Angriffsschaden, das Eisenschwert mit 5 Angriffsschaden und das Dia-Schwert mit 6 Angriffsschaden. Und die Abnutzbarkeit ist natürlich wesentlich langsamer von Schwert zu Schwert. Beim Dia-Schwert kann man über 1700 Leute umbringen, bevor das Schwert kaputt geht. Das ist natürlich ganz stark. Ich hoffe, dass das Dia-Schwert auch beim Battle Mode dabei ist. Ich habe es noch nicht gesehen in den Gameplays, aber wer weiß, vielleicht wird es ja trotzdem dabei sein. Bei den Äxten sieht es so aus, logischerweise ist das Holz oder die Holzaxt die schwächste, ich glaube mit 3 Angriffsschaden. Und danach kommt die Steinaxt mit 4 Angriffsschaden, genauso viel wie beim Holzschwert. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, sollte ich jetzt das Holzschwert nehmen oder die Steinaxt? Die Vorteile der Steinaxt sind, dass die Abnutzbarkeit natürlich langsamer ist als beim Holzschwert, aber man kann mit einer Axt nicht blocken, was natürlich auch ein negativer Aspekt ist. Das sollte dann wirklich jeder für sich selbst entscheiden, nehme ich jetzt die Axt und blocke weniger, aber kann mehr draufhauen oder ich nehme das Schwert und kann auch noch blocken, mich selber verteidigen. Also das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich würde glaube ich eher die Steinaxt nehmen, weil sie länger aushält und auch, ja, die kann halt nicht blocken, aber wenn ich mehr draufhaue, dann muss ich ja auch nicht blocken. Aber der Angriffsschaden ist auf jeden Fall bei Holzschwert und Steinaxt gleich. Danach kommt die Eisenaxt mit 4 Angriffsschaden, genauso wie beim Steinschwert und die Dia-Axt macht dann genauso viel Schaden wie das Eisenschwert mit 5 Angriffsschaden und hält dann aber trotzdem länger durch als das Eisenschwert. Ich glaube, das mit den Rüstungen muss ich eigentlich nicht erwähnen, dass die Lederrüstung die schlechteste ist. Danach kommt die Goldrüstung, die Kettenrüstung, die Eisenrüstung, die Dia-Rüstung. Ist natürlich von Rüstung zu Rüstung auch natürlich unterschiedlich, was die Abnutzbarkeit angeht oder wie lange sie durchhalten. Das ist ja der Sinn einer Rüstung. Oder wie viele Herzen die versuchen zu schützen. Das ist auf jeden Fall klar, aber man mischt ja sowieso die Rüstung. Man findet jetzt nicht nur Teile der Dia-Rüstung beim Battle Mode, sondern man kriegt dann vielleicht Leder, Boots und eine Gold-Brustplatte, einen Eisenhelm und Dia-Schuhe. Keine Ahnung, das kann natürlich so sein. Aber so sieht die Reihenfolge aus, welche die stärkste und welche die schwächste ist. Der nächste Tipp ist auch eine kleine Voraussetzung, die jeder von euch schon mal üben sollte, und zwar den Umgang mit dem Bogen und mit der Angel üben. Klar, man kann jetzt den Umgang mit der Angel nicht genau im Survival-Modus testen, weil da das PvP noch leider nicht verfügbar ist. Was heißt noch? Also es ist ja nicht verfügbar, aber man sollte so lange schon mal das Zielen und das Schießen mit dem Bogen üben, weil glaubt mir, Freunde, dass der Skill mit dem Bogen ist wirklich sehr wichtig. Da hat man sehr, sehr viele Vorteile, wenn man mit dem Bogen gut umgehen kann, weil man kann sich Spieler vom Gewissen halten, man kann sie auf Entfernung halten, aber kann auch Spieler von einer gewissen Entfernung aus angreifen und wirklich sehr viel Damage machen, der einem großen Vorteil dann im Nahkampf macht. Das heißt, wenn ihr auf Entfernung schon dem Spieler die ein oder anderen, sagen wir mal, 3 Herzen abgezogen habt und er euch 0, weil er keinen Bogen hat oder euch nicht getroffen hat, dann habt ihr natürlich einen riesen Vorteil für den Nahkampf und deshalb sollte man auf jeden Fall den Umgang mit den Bogen üben oder drauf haben. Das ist wirklich sehr wichtig, Freunde. Könnt ihr ja mit Freundinnen in eurer Vanilla-Welt üben. Außerdem der Umgang mit der Angel wird sehr wichtig sein, weil Angel-PvP kommt ja logischerweise dazu und man sollte sich dann auch mit der Angel auseinandersetzen. Also mit der Angel kann man wirklich Spieler, genau wie mit dem Bogen, von weiter Entfernung irgendwo runterhauen oder auf Entfernung allgemein halten oder auch die ein oder andere Combo damit ausführen. Das heißt, Angel direkt aufs Schwert switchen und mit dem Schwert draufhauen. Deshalb ist das auch eine kleine Voraussetzung. Übt auf jeden Fall mit dem Bogen, Freunde. Das ist sehr wichtig und eine sehr wichtige Voraussetzung, um den Battle Mode zu gewinnen. Das nächste, was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass man seine Hotbar nicht mit Schrott füllt. Wie ihr sicher alle wisst, es gibt kein Inventar beim Battle Mode. Man hat nur noch die kleine Hotbar mit 9 Slots und deshalb sollte man diese 9 Slots nicht mit Schrott füllen. Das ist natürlich sehr wichtig. Und auch die Funktion, dass man alles aus Kisten rausnimmt,
rausnehmen kann mit L2 auf einmal, ist natürlich nicht immer sehr, sehr positiv. Denn wenn man zum Beispiel den ein oder anderen Schrott in der Kiste sieht und dann L2 drückt, hat man den Schrott auch in der Hotbar. Also wenn man zum Beispiel schon ein Holzschwert hat, warum sollte man dann noch ein Holzschwert mitnehmen? Also ich würde jedem empfehlen, trotzdem die ein oder anderen Sachen einzeln aus den Truhen rauszuholen und nicht sofort L2 zu drücken. Beim Start ist es natürlich egal. Beim Start könnt ihr alle L2 zuspammen, bis ihr das ganze Inventar bzw. die Hotbar voll habt. Aber bis zum Ende des Spiels oder im Laufe des Spiels sollte man jedenfalls sortieren, aussortieren, Sachen wegwerfen, die man nicht braucht und immer darauf achten, dass man nur genug Essen mit dabei hat. Achtet auf jeden Fall immer darauf, dass ihr genug Essen mit dabei habt. Ich weiß, Essen beeinflusst nicht mehr das Raggen oder das Sprinten oder sonst irgendwas, aber sobald man keine Hungerbalken mehr hat, hat man auf jeden Fall einen sehr, sehr negativen Wirkpunkt, denn man verliert Leben. Also habt immer genug Essen mit dabei und achtet darauf. Und wenn ihr da einen Trank der Regeneration seht und einen Slot frei habt und daneben ist noch ein Steak oder so, nehmt das Steak mit, Freunde. Ich sag's euch wirklich, das Essen ist wirklich sehr wichtig im Battle Mode. Also immer darauf achten, dass man genug Essen mit dabei hat. Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt, den viele nicht beachten, ist es, dass man sich nicht scheuen sollte zu flüchten. Das heißt, wenn du merkst, oh nein, der Gegner ist mir zu stark, ich schaffe das auf jeden Fall nicht, dann nutzt zum Beispiel Leitern oder Lianen, um den Gegner zu entkommen und von oben irgendwie runter zu kicken, falls er hinterher klettert. Auf jeden Fall habt keine Angst zu flüchten und wenn ihr merkt, dass der Gegner zu stark ist oder naja, das wird nichts, wenn ihr das denkt, dann haut auf jeden Fall ab und regeneriert euch erstmal. Beispielsweise könnt ihr euch noch die ein oder andere stärkere Ausrüstung besorgen, weil die Truhen sich ja eh um einige Sekunden später auffüllen. Und das sollte man auf jeden Fall beachten, also keine Angst haben abzuhauen. Das muss auch mal sein, wegzulaufen und dann wiederzukommen, um stärker zu sein und dann nochmal ordentlich draufzuhauen und vielleicht dann sogar eine bessere Chance zu haben. Wie gesagt, Leitern und Lianen helfen da einen sehr, wenn man die hochklettert und den Gegner von oben aus runterhaut, dann ist er natürlich unten, kriegt nochmal Fallschaden und ich habe einen weiteren Vorsprung abzuhauen. Also diesen Punkt auch auf jeden Fall beachten, das machen viele nicht. Abhauen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Ein weiterer sehr wichtiger Tipp ist es, Wurftränke zu benutzen. Ihr habt sicher in den ganzen Gameplays gesehen, da wird man von Wurftränken hinterhergeschmissen oder da wird man von Wurftränken zugespammt. Das sind auf jeden Fall Wurftränke aller Art. Langsamkeit, Unsichtbarkeit, Schwäche, Stärke und Regeneration. Und diese sollte man auf jeden Fall mitnehmen und noch nutzen. Das heißt, Wurftränke auf jeden Fall benutzen. Denn es ist wieder so, dass wir Wurftränke im Battle Mode wesentlich weiter werfen können als im normalen Vanilla Minecraft. Was natürlich sehr positiv ist. Und das sollte man sich so nutzen machen. Also immer genug Wurftränke dabei haben, weil sie können wirklich einen großen Aspekt zum Gewinnen dabei liefern. Denn nehmen wir einfach mal an, ihr habt einen Trank der Schwäche und den wirft ihr auf einen mit einem Dia-Schwert. Klar wird er noch wesentlich mehr Schaden machen als ihr, wenn ihr ein Eisenschwert habt oder ein Holzschwert, keine Ahnung. Aber er ist schwächer oder zum Beispiel langsamer, wenn ihr abhauen wollt. Nehmen wir einfach mal an, ihr wollt abhauen und habt einen Trank der Langsamkeit oder Wurftrank der Langsamkeit dabei. Den könnt ihr auf euren Gegner werfen und habt somit einen riesen Vorteil. Ihr seid wesentlich schneller und könnt leichter abhauen. Also auch hier, auch die Tränke ein bisschen studieren. Was macht der Trank? Wie werfe ich ihn am besten? Und wann werfe ich ihn am besten? Das sollte man auf jeden Fall wissen. Aber der Hauptaspekt oder der hauptpositive Punkt ist es, Wurftränke auf jeden Fall zu nutzen und nicht in Truhen zu lassen. Genauso wie Regeneration. Einmal kurz vor sich auf den Boden werfen und man regeneriert oder man heilt sich sofort. Und das ist natürlich auch ein sehr positiver Aspekt, den man beachten sollte. Ebenfalls ein Tipp, den ich jedem nur mit auf den Weg geben kann, ist es, sich die Kisten zu merken auf Maps und eigene Kistenrouten erstellen. Das heißt, jeder läuft am Anfang ja logischerweise zur Mitte, um sich ja den ein oder anderen Stuff zu holen. Und dann ist logischerweise wie immer noch ein bisschen Schutzzeit. 30 Sekunden, schätze ich mal, wird jeder von euch einstellen. Und in der Zeit könnt ihr eure Kistenroute laufen. Das heißt, ihr merkt euch, wo Kisten sind und diese Route läuft ihr dann am besten, damit ihr immer sofort Stuff habt. Das heißt, wenn ihr erstmal sinnlos durch die Gegend läuft und wo waren jetzt die Kisten nochmal? Und dann habt ihr natürlich einen wirklich negativen Kritikpunkt, den man euch nur geben kann. Aber wenn ihr euch vorher mal die Maps anguckt, zum Beispiel mit dem Zuschauermodus oder alleine einfach mal mit einem Freund die ganze Map ein bisschen studiert, habt ihr einen riesengroßen Vorteil gegenüber anderen Gegnern. Denn wenn ihr wisst, wo die Kisten sind auf der Map, wo auch die ein oder anderen versteckten Kisten sind, habt ihr einen großen Vorteil gegenüber den Gegnern, wie gesagt. Und man sollte sich dann auch eigene Kistenrouten erstellen, die ihr jedes Mal lauft, wenn ihr oder wenn das Spiel startet und wenn ihr in der Mitte wart, die ihr dann in Angriff nimmt, diese Route zu laufen, die wirklich sehr schnell ist. Dann heißt es, ihr lauft nach links, da ist eine Kiste, ihr läuft geradeaus und dann rechts, da ist eine Kiste, ihr läuft den Berg hoch, da ist auch eine Kiste, dann läuft ihr rechts, da ist auch eine Kiste. Und diese Route läuft dann jedes Mal, wenn das Spiel beginnt. Und irgendwann ist diese Kiste oder diese Kistenroute so eingebrannt, dass ihr das innerhalb weniger Sekunden schafft und somit sowas von viel Stuff habt und auch einen großen Vorteil habt gegenüber den anderen Gegnern. Die laufen dann erstmal durch die Gegend so, wo war jetzt nochmal eine Kiste, wo war da nochmal eine Kiste. Auch ein Punkt, den man auf jeden Fall erwähnen sollte, mit dem Battle Mode kommen auch sehr viele neue Noobs dazu, die noch nie irgendwie Minecraft-Konsolen Edition gespielt haben. Und das ist natürlich auch noch ein sehr großer Vorteil für uns. Also auf jeden Fall die Maps studieren, wissen, wo die Kisten sind. Die Kisten sind sowieso immer anders aufgefüllt. Also macht euch da jetzt keine Vorteile, dass jetzt einmal da eine Dia-Chestplate drin war, dass sie da auch immer drin ist. So ist es nicht. Da ist immer random Stuff drin. Aber trotzdem eigene Kistenrouten erstellen, die man jedes Mal dann ablaufen kann, wenn das Spiel beginnt. Ebenfalls ein Aspekt, den man jedenfalls beachten sollte, ist es, dass man Spieler, die schlechter equipped sind als ihr, nur angreifen sollte. Das heißt, wenn da einer Full Dia ist und ihr seid Full Leder oder habt ein Holzschwert oder so, macht euch da keine große Hoffnung. Denn diesen Gegner werdet ihr nicht eliminieren.
trainieren können. Er wird euch sowas von rasieren. Kommt natürlich darauf an, was für eine Rüstung er hat, beziehungsweise was für ein Schwert er hat. Wenn ihr zum Beispiel kein Schwert habt, dann ist der Vorteil natürlich wesentlich kleiner gegenüber euch. Aber trotzdem sollte man solchen Leuten erstmal aus dem Weg gehen, erstmal selber gut equipped sein und nur Leute angreifen, die wesentlich schlechter equipped sind als ihr. Ebenfalls eine sehr gute Sache oder ein sehr guter Tipp, den man beachten sollte, ist es, mit Waffen anzutäuschen. Wenn man zum Beispiel ein Eisenschwert hat und neben dem Eisenschwert hat man noch eine Holzaxt oder sonst irgendwas, sollte man nur mit der Holzaxt rumlaufen. Somit lockt man nämlich Spieler an, die sehen dann, oh mein Gott, der hat nur eine Holzaxt, den greife ich jetzt an. Aber wenn man dann das Eisenschwert rauspackt, dann sind sie sowas von überrascht und ihr könnt die ganz, ganz easy raggen und das ist natürlich ein großer Vorteil. Also immer Waffen antäuschen ist auch eine wirklich gute Sache. Glaubt mir, Freunde, das bringt es. Dann lockt ihr Spieler an, die vielleicht auch ein bisschen schlechter equipped sind und euch Hoffnung haben, euch zu eliminieren und dann packt ihr einfach mal, kurz bevor ihr da ist, das Eisenschwert aus. Dann macht ihr große Augen, Freunde, das sage ich euch. Also diesen Tipp auf jeden Fall auch beachten. Das war es dann auch schon mit den ganzen Tipps. Ich hoffe, ich konnte euch oder den einen oder anderen von euch helfen oder gute Tipps mit auf den Weg geben. Wenn ihr diese Tipps beachtet, dann sollte das auf jeden Fall schon sehr gut funktionieren mit dem Battle Mode. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte, Freunde, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir und dem Kanal sehr. Außerdem habt ihr auch noch irgendwelche Tipps, die ihr den einen oder anderen, der nicht so gut ist, mit auf den Weg geben könnt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Im nächsten Video werdet ihr dann die PvP-Tipps finden und ich hoffe, das gefällt euch genauso. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und haut rein, Freunde.